Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Cuttafee, euer Let's Play in das Kaninchen. Und eigentlich haben wir alles von The Cloak Descendancy geschafft. Wir haben Gyrion besiegt, Kabal, Nostura, die Zauberpesthöhlen in Meisterlich haben wir abgeschlossen. Aber eine Sache gibt es noch zu tun, und zwar das Gambit des Illusionisten. Wir müssen noch Lucan, ja, begegnen, und zwar in seinem Unterschlupf des irrsinnigen Magiers. Meister! Sie sind hier! Oh, das ist großartig! Betretet mein Portal und lasst uns beginnen mit meinen Prüfungen der Illusion! Und diesem Gefecht widme ich mich heute für euch mit meiner Gilde, der Feierabendgilde, zusammen, beziehungsweise mit einigen aus der Gilde. Und ja, wir gucken noch mal, wie das wird. Viel Glück gegen die Tricks meines Meisters. Keine Sorge, er wird euch nicht wirklich wehtun. So wie er mir bisher noch nicht wirklich wehgetan hat. Ja, das baut ja auf, das baut ja auf. Ich werde ein bisschen was darüber erzählen, soweit ich kann, denn das Besondere an diesem Gefecht ist, es hat bis zu drei Phasen, Bronze, Silber, Gold, aber diese Phasen sind jedes Mal anders. Jedes Mal, wenn man dieses Gefecht betritt, wird per Zufall ausgewürfelt, was dort einem begegnet. Und das ist eigentlich extrem cool. Das wird dementsprechend nicht so schnell langweilig oder nicht so schnell repetitiv. Also zum einen, es ändert sich immer, oder die Reihenfolge der Gebiete ist anders. Wir sind jetzt hier, das erinnert mich ein bisschen an Burg Never, das, wo wir hier sind. Und auch die Gegner sind immer andere. Also jetzt haben wir hier in der ersten Runde, müssen wir gegen Orks und Trolle und dergleichen kämpfen. Und die Besonderheit dieser Map, es ist immer, was immer so ist, wir sind immer auf diesem kreisrunden Plateau, von dem wir auch nicht runterspringen können. Also wir können nicht runterfallen. Aber die Begebenheit auf diesem Plateau ist auch immer anders. Wir haben jetzt hier in der Mitte diese flammenspeienden Drachenköpfe oder Löwenköpfe. Und die können schon sehr, sehr nervig sein. Allerdings ist es so, dass es nicht immer nur eine Begebenheit sein muss, die hier vorliegt, sondern es können auch manchmal zwei oder drei, die zufällig kombiniert sind. Und je nachdem, was man hat, kann das sehr leicht sein oder es kann extrem schwierig sein. Denn es gibt auch die ein oder andere Begebenheit, die beschissen ist. Muss man ganz ehrlich sagen, das Ding ist echt beschissen. Aber es macht wirklich Spaß dadurch, dass es immer wieder ein bisschen was anderes ist, immer wieder neu zusammengewürfelt ist. Je nachdem, wie weit man voranschreitet in den Stufen, also ob man Bronze, Silber oder Gold abschließt, kriegt man noch leicht andere Belohnungen. Wir werden uns die Belohnungen natürlich auch angucken am Ende, klar, logisch. Häufig wird man aber Gruppen haben, die nur die Bronzestufe machen wollen, um eine bestimmte Belohnung zu erhalten. Werde ich dann darauf eingehen am Ende auch nochmal. Wenn ihr denkt, dass meine nächste Herausforderung schrecklich wäre, dann wartet nur ab, was euch das ferne Reich bringen wird. Jetzt sind wir schon in der Bronzestufe sind wir schon so gut wie fertig. Am Ende der ersten, der Bronzestufe, gibt es nochmal einen kleinen Special-Kampf. Also es ist nicht einfach nur, dass die ganze Zeit Monster spawnen und auf uns zulaufen und irgendeine Bedingung auf dem Plateau existiert. In der Bronzestufe ist am Ende auch nochmal ein Special-Kampf. Der kann, wie hier, ein Special-Monster sein. Also ein entsprechend großes. Hier ist es ein Yeti. Es kann alles Mögliche sein. Es kann ein Drache sein, es kann ein Betrachter sein. Es ist halt, es sind Illusionen. Und es kann aber auch sein, dass es Schwärme von irgendwelchen Mobs sind, die dann auf euch zustürmen, die man eine gewisse Menge an Gegnern besiegen muss. Das werden wir auch noch sehen. Es gibt halt bestimmte Dinge, die immer wieder auftauchen. Einfach wenn man das ganz, ganz oft macht, ist es klar, wird man hier eine gewisse Menge, gewisse Wiedererkennungssachen haben. Völlig logisch. Denkt daran, es ist alles nur eine Illusion. Jetzt haben wir die Bronzestufe abgeschlossen und jetzt ist das Besondere auch an diesem Dungeon. Also, werdet ihr bleiben und Ruhm und Reichtum suchen oder geht ihr lieber auf Nummer sicher? Wir können entscheiden, ob wir weitermachen wollen oder ob wir sagen, nein, es reicht, wir hören auf und nehmen die Bronzebelohnung. Also es ist nicht so, dass man jetzt eine bestimmte Menge an Punkte sammeln müsste oder irgendwie sowas, um Bronze zu haben, sondern man muss einfach nur überleben. Und dann die nächste Stufe überleben für Silber und die nächste Stufe überleben für Gold. Tricks, Mikrill, sondern Illusionen. Wir werden uns natürlich auch der Silber-Situation stellen. Nun kämpft so, als ob euer Leben davon abhängt. Bitte. Und wir sehen hier schon, die Bedingungen sind wieder komplett anders. Nicht nur, wir sind in einem neuen Gebiet, wir sind hier... ich habe vergessen, wie heißt denn dieses Eisgebiet? Ich finde das unglaublich toll, dieses Gebiet ist unglaublich geil. Ich liebe hier Eis und Schnee. Nein, der Boden ist vereist, wir rutschen herum wie nichts Gutes. Und
zufällig, lest ihr das auch auf der rechten Seite, werden Spieler von uns in Hühner verwandelt. Da sehen wir das gerade, da war Lahan gerade verwandelt. Da ist Lahan schon wieder verwandelt zum Huhn und läuft gerade rum. Und als Huhn kann man natürlich gerade nichts tun. Und als Huhn ist ja völlig klar, wenn man so ein Huhn ist, so ein Huhner. Auch die Gegner sind immer, wie gesagt, immer andere. Ah, ich finde das so geil, da hinten mit diesem riesigen Beil, was da von irgendeinem... Ich weiß nicht, die Geschichte auch dieses Gebiets, das ist auch total toll. Man kriegt ja mal so ein bisschen Geschichte mit und ich kann euch empfehlen, lest euch die Geschichten durch, das ist richtig cool, dass dort oben diese Hand, diese Steinformation, die eine Hand ist, ist irgendeine Form von Riese oder ein Gottesriese, der halt hier eingefroren ist. Und diese Axt, die da hängt, ist halt seine Axt. Das ist echt, ist einfach richtig cool. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, scheint ja ziemlich leicht zu sein. Das hängt ja mal ganz davon ab, wie gesagt, was man als Kombination hat und auch wie das Team ist. Wir sind hier schon ziemlich gut und auch ziemlich gut besetzt. Aber es kann natürlich passieren, dass man einmal doch fällt und nicht wiederbelebt werden kann, dass man stirbt. Und jetzt könnte man sagen, ah, ist ja blöd, dann ist man ja raus, kennen wir ja aus anderen. Join ich einfach in einem Gefecht, kann ich ja jederzeit wieder nachjoinen. Hier ist das allerdings ein bisschen anders und um das mal zu zeigen, habe ich mich in einer anderen Runde, weil es in der mit der Feierabendgilde nicht dazu kam, bewusst einmal töten lassen und bin auch aufgestanden, damit ihr das mal seht. Mein Meister mag seine Illusionen. Ich hingegen bevorzuge meine Fallen. Und das muss man nämlich machen. Man muss an Fallen vorbeikommen von Mikrill. Sonst kann man nicht wieder reinjoinen. Und das sind diese schwingenden Sensen. Und wenn man davon getroffen wird, wird man entsprechend einfach nur in die Katalysation wieder reingestoßen und muss von vorne anfangen. Das kennen wir ja auch von dem Spielleiter, von den Tagen des Spielleiters. Da gab es ja ein ähnliches in der Fallenprüfung. Allerdings gibt es hier einen kleinen Trick. Man kann einfach über diese Sensen drüber springen und dann wird man definitiv von denen nicht getroffen. Kann man also ausnutzen, wenn man das möchte, wenn man das nicht probieren möchte, auf regulärem Wege da durchzulaufen. Und am Ende dieses sehr kurzen Parcours wartet ein Portal, was einen dann wieder zurück in den Kampf bringt, sofern halt noch alle oder genügend Leute da sind, also mindestens eine Person, die am Kampf noch teilnimmt. So, zurück zu dem Run mit der Feierabendgilde. Hier haben wir natürlich nicht vor zu sterben. Und wir gucken jetzt mal, wie es hier entsprechend läuft mit den Hunas. Und jetzt kommt bei Silber nämlich etwas Neues. Ab Silber kommt auch eine spezielle Situation oder ein spezielles Event, sage ich jetzt mal, bei der Hälfte. Also jetzt haben wir nicht nur am Ende, was wir auch noch sehen werden, sondern in der Mitte auch ein spezielles Event. Und das kann wieder ein Special Monster sein, wie das mit dem Yeti war, oder wie hier ein illusionärer Schwarm von allem Möglichen. Auch das kann wieder, das können diese riesigen Glibberviecher sein, das können Pinatas sein. Oder. Sowas, weißt du, so gut sind wir hier schon, dass wir ohne Probleme auch mal nebenbei ein bisschen rumspaßen können. Nein, diese illusionären Schwärmer sind wirklich sehr leicht, die halten nichts aus, diese kleinen Viecher. Ein, zwei Angriffe und dann sind sie weg. Und nach diesem kurzen Intermezzo geht es dann in Silber und auch in Gold, so in Gold wird das genauso sein, normal weiter. Und hier kommt jetzt plötzlich, habt ihr gesehen, ändert sich das, die Begebenheit auf dem Feld. Wir haben jetzt auch noch diese Todessphären. Und nicht nur die, zu diesen Todessphären, die relativ, die machen schon nervigen Schaden auf jeden Fall, haben wir aber das Pech, das meiner Meinung nach Schlimmste abzubekommen, was es gibt. Und zwar, dass Gegner zufällig Schaden zurückwerfen. Und wer Diablo 2 gespielt hat, der wird das wissen, wie ätzend es ist, wenn einem der eigene Schaden entgegengeworfen kann, wie schnell man da plötzlich sterben kann, wenn das passiert. Dann überlegt mal, ihr seid zum Beispiel ein Trickster-Schurke und macht gerade mal ein Lucky Crit mit, tja, zum Beispiel 100.000 Schadenspunkten oder ähnliches, oder mehr, gerne auch mal mehr. Und das wird auf euch zurückgeworfen. Ihr habt nicht so viele Lebenspunkte, wie ihr teilweise an Schaden rausdrückt. Wenn dann noch eine ganze Menge an Gegnern da sind, dann kann das sehr, sehr schnell dazu führen, dass die Leute hier schnell fallen. Das nicht, weil die Monster so stark sind, sondern einfach, weil man sich selbst tötet. Deswegen habe ich hier auch kurz die Skillung geändert, um ein bisschen temporäre Lebenspunkte auch mal noch zu drücken. Für den Fall, dass so ein Zurückwurf doch mal entsteht, oder dass so ein Zurückwurf kommt, dass man nicht so schnell stirbt.
Also das ist meine Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn ihr das auch schon mal gelaufen seid, könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr als schlimmste Phase findet. Ob ihr das oder das mit dem Feuer. Es gibt auch noch genügend andere. Wir werden es definitiv nicht schaffen, alles hier zu sehen und alle Möglichkeiten. Dafür gibt es einfach viel zu viele Varianten. Aber könnt ihr einfach mal schreiben, was ihr am schlimmsten findet. Und jetzt, wir haben Silber so gut wie abgeschlossen. Wir müssen nur noch mal das letzte kleine Event schaffen. Auch hier haben wir wieder einen Schwarm von Rotkappen in diesem Fall. Und ihr seht die Rotkappen, ein, zwei Schläge und dann sind die weg. Ein Problem ist natürlich jetzt gerade auch hier wieder mit dem Schaden zurückwerfen. Ganz, ganz viele Gegner, die man angreifen muss. Da kann es schon mal sehr schnell dazu kommen, dass man ein bisschen zu viel Schaden abbekommt. Da hilft es natürlich, wenn man nicht so viel Einzelschaden macht. Also wenn man zum Beispiel als Magier mit seinem Tickschaden arbeitet oder ähnliches, dann ist das, hat man da mehr Glück, weil der Schaden nicht so groß ist, den man dann bekommt. Gut gemacht, Abram. Das ist das elfische Wort für Freund. Das habe ich im fernen Reich gelernt. Entspannt euch, atmet tief durch und kehrt zurück in die reale Welt. Und jetzt können wir wieder entscheiden. Werdet ihr fliehen wie ein Huhn oder bleiben und kämpfen? Oh Gott! Ja, wieder haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, wir gehen oder wenn wir merken, das funktioniert super, dann bleiben wir. Wir würden dann Silberbelohnung bekommen, wenn wir gehen würden. Wir versuchen natürlich auch die Goldbelohnung. Jene von euch, die sich mit D&D gut auskennen und vielleicht auch ein bisschen mit den Sprachen beschäftigen, stimmt das, was der gesagt hat? Ist das das Wort für Freund? Eure Entschlossenheit ist bewundernswert. Vielleicht hättet ihr genau wie ich 60 Jahre lang im fernen Reich überlebt. Steht still. Und das ist schon eine Leistung, 60 Jahre im fernen Reich zu überleben. Aber das wird auf jeden Fall einer der Gründe sein, weswegen er so ist. Meine Illusionen werden das auch nicht tun. Genau nicht zumindest. Und jetzt sind wir hier im Grauwolfbau. Werden lustigerweise nicht von Grauwölfen bekämpft, sondern das ist halt auch wieder gesagt, ne? Die Monster sind alles, es ist alles zufällig. Und wir sehen, wir haben jetzt hier drei Dinge, drei Effekte, die auf uns wirken. Der Feuerboden ist richtig ätzend, weil das halt permanenter Schaden ist, der irgendwo auftaucht. Und auch, dass unsere Fähigkeiten sich spontan einmal ausschalten können, ist schon, da sehen wir das gerade, ist schon eher unschön. Das kennen wir ja von Demogorgon, der konnte das ja. Eine Krabbe. Weißt du, hier kommen Krabben und irgendwelche Magma-Elementare und hast du nicht gesehen, gleichzeitig greifen wir uns an den nächsten auch so ein bisschen so. What? Das ist für eine Kombination, aber das sind alle Illusionen von einem Wahnsinnigen. Was willst du erwarten? Ne, was willst du erwarten? Eine Sache, weswegen, das kann ich ja vielleicht trotzdem schon mal sagen, wozu laufe ich diesen Dungeon mal abgesehen davon, oder dieses Gefecht zum abgesehen davon, dass es Astraldiamanten gibt, weil es natürlich ein Gefecht ist, gibt es auch noch besondere Belohnungen, zum Beispiel etwas, was man für eines der Artefakte benötigt aus The Cloaked Ascendancy, je nachdem also welches Artefakt ihr gewählt habt. Braucht ihr ja irgendein spezielles Item, was ihr entweder aus den Mini-Instanz von Kabal, von Gyrion oder von Nostura bekommt. Und jeder, der einfachen Mathematik mächtig ist, wird schon sagen, warte mal, es gibt 4 Artefakt-Sets, 3 Mini-Instanzen, da fehlt irgendwas. Und ja, das ist völlig richtig. Das 4. Item sozusagen bekommen wir aus diesem Gefecht. Und das ist auch der Grund, weswegen viele Leute, oder weswegen man das häufig hat, dass nur die erste Instanz das halt nur auf Bronze gelaufen wird. Denn man bekommt dieses benötigte Item auch schon immer hundertprozentig auf Bronze. Und wenn ich nur das haben möchte, wenn ich nur die zusammensammle, mache ich halt nur Bronze und dann gehe ich. Und vieles andere bekomme ich auch schon auf Bronze. Astraldiamanten bekomme ich genauso viel auf Bronze wie auf Gold. Die anderen Items, die können halt variieren und je nachdem, wo mein Fokus dann liegt, gehe ich dann halt hier oder dort weit. Dann habe ich halt bronzereich, mir bronzereich durch machen. Gold. Wie ihr merkt, nebenbei, mal kurz wieder zurück zu dem Gefecht. Hier ist schon ein wenig mehr an Schaden, ist natürlich ganz klar. Die Gegner werden zum einen immer stärker und ihr seht auch, dass die Phasen immer länger dauern. Also Bronze waren wir sehr, sehr flink durch. Hier bei Gold müssen wir schon ordentlich kämpfen, um voranzukommen. Und jetzt sind wir wieder in diesem kleinen Mini-Event. Wir haben
wieder das Glück oder das Pech, je nachdem, wie man das sehen möchte, einen illusionären Schwarm zu bekämpfen. Diesmal von Spinnen. Nein, Spinnen sind sehr interessante Tiere. Aber ich weiß, dass es ja viele gibt, die Probleme mit Spinnen haben. Gut, mit denen in Neverwinter würde ich das sogar hundertprozentig verstehen, so groß wie die sind. Das sind ja, die sind ja so groß wie Hunde. Und da gibt es ja noch deutlich größere Neverwinter. Was, ihr habt gewonnen? Nun gut, ich werde mir etwas Neues einfallen lassen. Er lässt sich etwas Neues einfallen. Die Bedingungen ändern sich. Wir können sehr viel höher springen. Die Schwerkraft ist reduziert. Yay! Wir hüpfen, wir springen, wir haben Spaß. Und ich habe wirklich, ich muss sagen, das ist persönlich, wenn ich weiß, dass das mit dem Schaden zurückwerfen meiner Meinung nach das Schlimmste ist, so ist das hier meiner Meinung nach das Coolste. Einfach diese sehr niedrige Schwerkraft, sehr hoch springen und auch so langsam fallen. Ich finde das total toll. Das macht mir irgendwie richtig Spaß. Und ich hüppe dann wirklich immer sehr, sehr gerne. Dazu fallen auch noch immer diese Explosionsruhen runter. Das ist nicht so geil. Und auch noch der Hunas. Das muss natürlich auch noch sein. Es reicht ja nicht, dass Explosionsruhen runterfallen, sondern es kommen auch noch Hunas. Also wir werden zu Hunas. Ihr seht, der Schaden, der hier mal durchkommt, der ist schon unschön. Der ist schon unschön. Auch die Gegner ändern sich immer, je nachdem, welche Phase wieder da ist. Kommen auch neue Gegner. Aber wir haben noch ein bisschen weiter Spaß mit der niedrigen Schwerkraft. Hüpfen hier umher von einer Seite des Kampffeldes zum anderen. Wir können, da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, wir können nicht runterspringen. Wir können von dieser Plattform nicht herunterfallen oder runterspringen. Und können nochmal hier ein bisschen den Grauwurfbau betrachten. Das ist ja auch ein episches Gewölbe. Ich glaube, es gibt es auch immer noch als normales Gewölbe. Weiß ich gar nicht. Ich kenne es nur jetzt noch als episches Gewölbe. Mit einem richtig bösen Endgegner. Aber darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, steht dieses Gewölbe, Quatsch, dieses Gefecht auch sehr... Ja, du bist ein gutes Wuffi. Ja, du bist ein gutes Wuffi. Hat er da hinten gerade gesagt. Das spielt nochmal zurück zu dort, wenn ihr das nicht gesehen habt. Wie ihr gemerkt habt, steht dieses Gefecht wirklich ziemlich außen sozusagen. Außerhalb der restlichen Kampagne. Es gibt keine Quest dazu, dass man hier irgendwie rein soll. Es ist auch zeitlich, kann man es nicht verorten. Ist es jetzt vor Zauberpesthöhle oder nach? Von den Anforderungen ist es deutlich vor der Zauberpesthöhle. Ich kann es jederzeit betreten, auch ohne dass ich irgendwie ansatzweise die Quest oder diese Questreihe schon abgeschlossen oder angefangen oder wie auch immer habe. Tja, ich weiß es nicht. Und Lucan selbst ist ja auch nicht böse. Er ist ja einfach nur wahnsinnig und unterstützt die, weil sie ihm geholfen haben, aus dem fernen Reich zu entkommen. Aber er will ja auch nicht unterstützen oder er will ja nichts Böses. Das haben wir ja in der Zauberpesthöhle mitbekommen. Und auch das hier ist ja eigentlich nicht böse. Ja, ist ja nur ein Spaß, den er. Das sind keine echten Gegner, das sind nur Illusionen, die uns angeblich nicht verletzen oder töten können. Und er will nur Spaß haben und er will auch nur, dass wir Spaß haben. Und wir hatten jetzt Spaß, wir haben alles so gut wie geschafft. Wir müssen jetzt noch einmal ein kleines Event abschließen. Wir haben das, ich persönlich würde jetzt hier mal für das Video sagen, Pech, weil wir schon wieder nur einen Schwarm haben und wir hatten nur einmal so einen Special Boss gesehen, so einen kleinen Boss, so ein Special Monster, diesen Yeti. Ich hätte gerne noch das mal was anderes gezeigt, Betrachter oder sowas, aber geht dafür rein, dann seht ihr das selbst, was es da an Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, jedes Mal, wenn er reingeht, ist es immer was anderes oder anders zusammen kombiniert und dadurch ist es halt auch immer unterschiedlich schwer. Je nachdem, welche Kombination man gerade hat. Und jetzt haben wir den Schwarm besiegt und ja, wir haben es wohl geschafft. Yay! Ihr habt es weit gebracht. Aber sehen wir mal, ob ihr den Meister besiegen könnt. Aber wir haben es noch nicht geschafft. Wir müssen auch den Meister besiegen. Und zwar ihn persönlich sozusagen. Der hierher kommt und sich uns entgegenstellt. Und wie Illusionisten, wie alle Illusionisten, die wir kennen, zum Beispiel aus dem Ring des Grauens oder ähnliches, ist er in der Lage, diese Zone, die wir da gerade sehen, die uns hochwirft und sehr, sehr viel Schaden macht, zu erzeugen. Oder er ist auch in der Lage, eigene Illusionen zu erschaffen, wenn er dazu kommt.
dieser kam nicht dazu. Ich habe jede Menge Forschungsmaterial aus unserem Kampf gewonnen. Mikrill, holt mir die passenden Belohnungen. Und jetzt bekommen wir die Belohnung. Haltet euch nicht zurück. Meine das Illusion macht keinen Sinn, was er erzählt. So, was bekommen wir? Wir bekommen zum einen das Vlies. Dieses Vlies ist das Item, was man benötigt für das Trugbild-Artefakt. Wenn man die Trugbild-Artefakte haben möchte, dann benötigt man diese Vlies. Wie ist die Mehrzahl von Vlies? Fliese? Fliesesses? Wie auch immer. Die braucht man dafür, die bekommen wir hier. Wir bekommen rohe Astraldiamanten, so wie bei jedem Gefecht, die wir dann entsprechend veredeln können oder müssen. Ansonsten kriegen wir noch zurückgelassene Schätze. Die hängen, die Menge davon hängt ab, wie weit ihr vorangekommen seid, ob ihr Bronze, Silber oder Gold habt. Wir bekommen natürlich Siegel des Elements und, was auch meiner Meinung nach persönlich sehr toll ist, wir bekommen hier an dieser Stelle, das ist bisher das einzige, die einzige Möglichkeit, das zu erhalten, Gefährtenausrüstung. Also Ausrüstung, die speziell für eure Gefährten gemacht sind und da entsprechend auch sehr, sehr schön die Werte pushen können. Und das ist das, was man hier bekommen kann. Das ist das Gefecht Gambit des Illusionisten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank auch an meine Gilde für diesen schönen Run. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, was man machen kann, was man machen muss und was hier auf euch wartet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!